Das Netzwerk Lebensraum Feldflur will mit dem Projekt Energie aus Wildpflanzen Wege aufzeigen, wie die Energieerzeugung aus Biomasse enger mit den Zielen des Arten-, Natur- und Umweltschutzes verknüpft werden kann. Unser Ziel ist es, Mischungen aus verschiedenen Wildpflanzenarten als eine ökologisch notwendige und ökonomisch tragfähige Ergänzung zu konventionellen Energiepflanzen in der landwirtschaftlichen Praxis zu etablieren. Mehrjährige Wildpflanzenmischungen haben vielfältige Vorteile. Sie bieten im Sommer und im Winter sowohl Nahrung als auch Deckung für Wildtiere. Lange Blühzeiten und große Blühflächen verbessern nicht nur das Nahrungsangebot für Insekten, wie zum Beispiel Wildbienen, sondern werten auch das Landschaftsbild und somit den Erholungswert einer Region auf. Durch den Erntezeitpunkt ab Ende Juli wird die Gefahr von Mähverlusten bei Bodenbrütern und Jungtieren verringert. Darüber hinaus kommt es durch die ausschließliche Verwendung heimischer Wildpflanzen zu keiner Florenverfälschung. Aus ökonomischer Sicht bieten die Wildpflanzenmischungen dem Landwirt ebenfalls einige Vorteile. Die Wildpflanzenmischungen eignen sich hervorragend als Dauerkultur und erfordern somit keine jährliche Bodenbearbeitung und Aussaat. Energie aus Wildpflanzen ist ein Thema, das eigentlich viel für die Landschaft und für die Umwelt bringt. Biogas schafft uns die Möglichkeit der energetischen Nutzung von Pflanzenbeständen, wie es in der Pflanzenproduktion eigentlich in keiner Form gibt. Wenn der Landwirt Wildpflanzen anbaut, dann hat er sicher einen geringeren Ertrag, wie wenn er Mais produzieren würde. Aber er produziert natürlich auch Vielfalt mit. Ich mache bei diesem Projekt mit, weil wir als Biogasanlagenbetreiber nicht nur die Monokulturen fördern wollen, sondern auch die Artenvielfalt. Auf 5 Hektar unserer Betriebsfläche bauen wir zurzeit Wildpflanzen an, die wir an unserer eigenen Biogasanlage verwerten können. Und diese Flächen werden also in Teilflächen von 1,5 bis 2 Hektar an strategisch wichtigen Stellen, auch speziell für das Niederwild, angebaut. Uns ist es wichtig, dass auch die Wirtschaftlichkeit gut ist gegenüber anderen Mähfrüchten bzw. Silomais. Ich bin engagierter Naturschützer, Jäger und Bauernsohn. Die Biodiversität und der Artenrückgang und auch gerade der Rückgang der Bestäuber macht mir schon ein bisschen Sorge. Und ich denke, da muss jeder ein bisschen Verantwortung übernehmen. Meine Triebfeder ist Naturliebe und auch der Gedanke, dass ich die vielen Tiere, die ich kennengelernt habe und auch aus der freien Natur kenne, dass ich diese Tiere meinen Kindern auch noch in der Natur zeigen kann. Und dass ich eben nicht mit meinen Kindern für einen Blick in die Natur in den Zoo gehen muss. Ein wichtiger Aspekt bei diesem Anbausystem ist der Zauber von Blüten. Auch wenn sie kein Naturliebhaber sind, dem können sie sich gar nicht entziehen. Wir haben hier 20, 30 verschiedene Pflanzenarten. Das ist hier bunt, das grünt, das blüht, das summt und brummt. Das ist einfach toll. Im Vergleich zu klassischen Energiepflanzen kann auf mineralische Düngung und chemische Pflanzenschutzmittel weitestgehend verzichtet werden. Darüber hinaus wird durch die ganzjährige Bodenbedeckung der Bodenerosion und der Nährstoffauswaschung in Hanglagen und entlang von Oberflächengewässern entgegengewirkt und die Humusbilanz verbessert. Derzeit ist eine Förderung des Anbaus von Wildpflanzenmischungen zur Energiegewinnung nicht vorgesehen. Das Netzwerk Lebensraum Feldflur engagiert sich daher auch auf politischer Ebene, um dies zu ändern.